In der heutigen Challenge kann ich mir mit einem Emerald Block und 8 Planks eine neue Trading Station herstellen. Neben praktischen Materialien kann ich mir hier insgesamt 13 Strukturen kaufen und an einem Ort meiner Wahl schmelzen lassen. Tue ich das, wird irgendwo in meiner Nähe entweder genau diese oder eine abgewandelte Form mit krasserem Loot, dafür aber auch gefährlichen Monstern gespawnt. Mein Ziel ist es im heutigen Video wie immer mir alle Strukturen ranzuholen und am Ende durch den geschmolzenen Stronghold Minecraft durchzuspielen. Viel Spaß! Guten Morgen Freunde, wenn ich dieses Video aufnehme, ist es gerade 9.20 Uhr. Ich bin gerade erst aufgestanden und wirklich noch absolut übermüdet. Trotzdem freue ich mich wirklich extrem für euch, jetzt sofort diese Challenge zu spielen, in der ich Strukturen schmelzen kann. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Vorher müssen wir uns ein ganz bestimmtes Item bzw. eine ganz bestimmte Starterstruktur ranholen. Um an diese zu kommen, brauchen wir insgesamt 8 Oak Planks, die haben wir sogar jetzt schon. Außerdem allerdings auch einen Emerald Block. Das bedeutet, mindestens 9 Emeralds müssen wir irgendwie ranbekommen. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, ist meine erste Aufgabe jetzt erstmal wie immer mir die Standard-Tools ranzuholen. Und danach kümmern wir uns direkt um die erste neue Custom-Struktur, die wir uns craften können. Okay, also die wichtigsten Sachen sind auf jeden Fall da. Die Standard-Tools, dann farme ich jetzt noch ein bisschen Holz. Und dann können wir uns eigentlich direkt auf die Suche nach einem Dorf machen. Wie gesagt, wir brauchen einen Emerald-Block. Dafür brauchen wir 9 einzelne Emeralds, um das umzucraften. Die könnten wir natürlich einfach abbauen in irgendeiner Höhle oder so. Durch ein Schiffwrack holen oder wir nehmen wie angekündigt den schnellsten Weg, und zwar ein Dorf. Oh, die erste Struktur. Also, das bringt uns nichts, weil so können wir sie leider nicht schmelzen lassen. Aber da vorne ist tatsächlich ein Rune Portal. Und auch das können wir uns dann nachher, glaube ich, in der neuen Struktur kaufen und dann in den Ofen packen. Und dann weiß ich halt immer noch nicht, ob dann einfach ein weiteres Rune Portal spawnt oder irgendein krasseres, was irgendwelche anderen heftigen Fähigkeiten hat. Wie so oft bei Rune Portals finde ich hier auch die Kiste gerade gar nicht. Ich habe da irgendwie immer Probleme. Ich weiß nicht, wo die ist. Aber gut, wir wollen ja eigentlich auch eine andere Struktur, und zwar ein Dorf finden. Dementsprechend lassen wir das Ding erstmal liegen. Wir werden das in Zukunft noch öfter sehen, vertraut mir. Yo, was sehe ich denn da oben? Ganz oben auf diesem random Berg ist das Dorf, was wir die ganze Zeit gesucht haben. Oh Gott, wie erklimme ich das denn jetzt? Das wird ja super kompliziert. Villager, wartet auf mich, ich komme. Ich bin schon unterwegs, euer Leben in Freiheit. Es endet bald, keine Angst. Yo, meine erste Rüstung. Ich bin begeistert. Ich bin fast full ladder. Sieht das nicht unfassbar cool aus? Ich wette, so würde ich ins Berghain reinkommen. Holz. Braucht jemand Holz? Wunderbares Holz, geklaut von deinen eigenen Häusern. Let's go. Es reicht perfekt für 9 Emeralds. Und das bedeutet, dass wir uns daraus jetzt einen Emerald-Block herstellen können. Und damit dann gleich auch die erste Struktur, wo wir dann am Ende Strukturen drin schmelzen können. Okay, Freunde. Seid ihr bereit? Weil ich bin's irgendwie noch nicht so ganz. Trotzdem, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Bedeutet, wir brauchen 2 Oak Planks, packen diese wie eine Kiste hin, machen allerdings einen Emerald Block, den wir uns gerade getradet haben, in die Mitte. So, und jetzt kommt da am Ende ein anderer Emerald Block raus. Der an sich ist allerdings nicht besonders, sondern das, was passiert, wenn wir den anklicken. Genau das machen wir einmal, dann wird er aus unserem Tar wieder weggemacht. Und am Ende spawnt dadurch diese weirde Struktur. Was ist das denn? Wer seid denn ihr? Warum schwebt ihr? Okay, also wir haben hier verschiedene Strukturen-Villager. Die heißen alle Structure Trader 1. Okay. Gut, und wie es aussieht, können wir uns hier jetzt halt diese verschiedenen Strukturen tauschen. Diese dann hier oder in einen normalen Ofen einfach reintun mit einer Kohle zusammen. Ja, und dann soll da am Ende halt entweder dieselbe oder eine krass geupgradete Struktur rauskommen. Okay, also die Trades dafür sind schon relativ teuer. Wir brauchen ein Diamant und ein Gold für jede Struktur. Insgesamt gibt es 13, das bedeutet, wir bräuchten 13 Diamanten und 13 Gold. Und hier in der Struktur... Kann ich die Blöcke hier abbauen? Oder sind die irgendwie spawn-proof? Ich kann das einfach abbauen. Bedeutet, dass wir haben, wenn ich jetzt hier die Eisenblöcke mitnehme... Wir haben unendlich Eisen. Wir haben unendlich Eisen und wenn wir eine Diaspitzhacke haben, haben wir sogar auch unendlich Netherite. Einziges Problem, es kann hier in dieser Struktur keine Dias und auch kein Gold erkennen. Also genau das, was wir zum Traden brauchen, gibt es hier scheinbar nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Trotzdem, zu kostenlosem Eisen sage ich natürlich nie nein. Und dementsprechend werden sich jetzt erstmal ganz entspannt die besseren Tools hergestellt. Wait! Hier ist noch eine Kiste. Die ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, also hier über dem Schild steht, hallo, ich weiß, du bist viel zu faul, um die ganzen Items ranzuholen zum Traden. Also keine Angst, öffne einfach die Kiste und ich helfe dir. Warum habe ich gerade Eisen abgebaut? Wir haben hunderte an Dias und hunderte von Gold. Ey, Freunde, normalerweise würde ich mir das jetzt fahren. Aber ich meine,
meine, das ist die Challenge und der Ersteller hat sich da schon was gedacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er mir hier einfach diesen ganzen Loot schenkt, wenn die ganzen Strukturen am Ende easy sind. Da müssen irgendwelche krassen Monster kommen, die mir echt alles abverlangen, wofür ich das brauche. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, direkt weg mit der ganzen Eisenrüstung, die ich mir gerade hergestellt habe. Und bevor wir traden, craften wir uns erstmal alle Tools nochmal in Diamant, einfach weil es cooler ist. Ey, let's go, full Netherite nach einer halben Stunde, alles wie immer. Oh, und bevor ich es am Ende noch vergesse irgendwie, endlich auch eine Jukebox nach einer halben Stunde. Wie gesagt, ich bin natürlich nicht so ein großer Fan, wenn ich direkt zu Beginn so krasse OP-Rüstung und OP-Stuff habe. Trotzdem, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wir das im Verlauf der Challenge bei den ganzen Strukturen noch brauchen werden. Okay, also dann, seid ihr bereit? Wir holen uns ein Stack Dias und ein Stack Gold und natürlich auch ein Stack Kohle, wenn die hier auch schon drin ist. So, und dann können wir hier bei dem Kollegen eigentlich direkt die erste Struktur traden. Ja, und ich würde sagen, das ist dann in dem Fall ein Rune Portal, einfach weil es ganz oben steht. Also dann, eine Kohle, ein Rune Portal in den Ofen. Ihr seht, das Ganze funktioniert wirklich. Wir schmelzen gerade einfach eine Struktur. Das ist so weird. Am Ende kommt da ein Obsidian raus, aber ähnlich wie der Emerald Block ist es nicht wirklich ein Obsidian, sondern das Ding, was wir anklicken müssen, um die Struktur zu spawnen. Dementsprechend ist es jetzt soweit. Ich shifte das einmal in mein Inventar und ja, hier ist einfach jetzt ein Rune Portal, was wir gerade geschmolzen haben. Wir haben hier ein paar Goldblöcke, Obsidian, ein angefangenes Netherportal und eine Kiste mit normalem Goldloot. Also die erste geschmolzene Struktur hat dadurch jetzt nicht so viel gebracht. Also das Gute ist, sie ist nicht gefährlich. Hier sind nicht irgendwie krasse Mobs oder so, die mich töten wollen. Das Schlechte ist allerdings, wir sind schon full Netherite, haben unendlich viel Gold und so und brauchen das hier alles gar nicht. Naja, gut, mal gucken, wie es im Gegensatz dazu zum Beispiel bei einem Igloo aussieht. Auch das packen wir ganz genüsslich in einen Ofen rein. Dadurch bekommen wir am Ende einen Schneeblock, der vermutlich einen Igloo spawnt. Hat das Ding hier wenigstens einen Keller? Ja, natürlich, das ist sehr gut. Okay, also wir haben einen Villager und einen Zombie-Villager. Okay, also das ist ja gar nicht so schlecht. Das bedeutet, immer wenn wir so einen Igloo schmelzen, was wir easy bekommen, haben wir ein, beziehungsweise wenn wir den hier heilen, sogar zwei Villager for free, falls wir welche brauchen. Hier gibt es sogar noch eine Kiste und da ist halt ein Goldapfel drin. Damit haben wir davon auch unendlich. Aber auch sonst ist es bis jetzt noch nicht so weltbewegend. Es wird Zeit für Gebäude Nummer 3, eine Dschungelpyramide. Okay, also wir haben hier diese Kiste, da haben wir zwei Eisen, das ist cool, und eine Dia-Pferderüstung. Die nehme ich natürlich auch mal mit. Hat eigentlich irgendjemand mal kapiert, wie man dieses Rätsel hier löst? Also normalerweise baut man sich da einfach durch. Da ist gerade was passiert. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Kümmern wir uns erstmal um eine End-City, weil auch wenn die nicht custom ist, ist sie trotzdem extrem cool. Let's go, ich bin der König. Ich erschaffe eine End-City aus dem absoluten Nichts und werde direkt von 8 Schalkern angegriffen. Was zur Hölle, chillt mal. Warum sind es so viele? Hi, meine geliebten Schalker, wie geht's euch? Hier ist die Brücke, wo eigentlich ja immer ein Schiff spawnt. Oh ne, jetzt wurden wir getroffen. Wir wurden getroffen und ich habe keine... Warum ist das Schiff da? Das sollte eigentlich da unten spawnen. Ich muss hier schnell weg, ich habe kein... Oh mein Gott, ich bin voll low. Wo kommen die ganzen Bries denn her? Beruhigt euch. Ich will doch nur diese Kisten looten und gucken, was ich da drin so finden kann. Okay, also. Wir haben Dias, das ist cool. Brauchen wir nicht, weil haben wir eh unendlich von. Oh, sehr stark. Bessere Dia-Rüstung, die können wir dann später auch noch zu Netherite upgraden. Sehr schön. So, was gibt's in der letzten Kiste? Nochmal eine Hose, auch gut. Also mit dem Loot bin ich schon erstmal zufrieden. Und als nächstes würde ich mich jetzt gerne um das weird platzierte Endschiff kümmern. Wie kommen die Dinger denn hier rein? Sag mal, hallo? Geht's euch gut? Wie viele? Wie soll ich die denn outplayen? Oh mein Gott, das ist echt ein Problem gerade. No way! Okay, also ich muss sagen, ich finde das wirklich gerade peinlich. Wie konnte ich daran sterben? Ich hatte full Netherite. Gut, ich würde sagen, ich fahre mir die ganzen Sachen wieder zusammen, die ich bis gerade hatte und wir probieren es einfach nochmal. Alles klar, ich bin bereit, denselben Fehler nochmal zu machen. Wir kaufen uns eine End-City Structure und werden diese auch direkt gleich wieder in den Ofen packen. Vorher allerdings noch eine wichtige Sache, die mich gerade das Leben gekostet hat. Ich muss unbedingt Wasser mitnehmen. Ich habe kein einziges Stück Essen mehr dabei. Ja, und wisst ihr was? Wir brauchen Essen. Ich habe gerade hier schon versagt, was absolut peinlich war. Das soll mir nicht noch ein weiteres Mal passieren. Wisst ihr was, Freunde? Der Moment, wo ich ein absoluter Fuchs bin, ist endlich gekommen. Natürlich könnte ich mir ja einfach Tiere töten und mir so Essen ranholen. Oder ich trade mir einfach eine neue Struktur, wo ich denke, dass es viel Essen gibt. Und was eignet sich da besser als ein kleines, wunderbares Dorf? Also dann kümmern wir uns, würde ich sagen, später um die End-City. Das wird natürlich direkt danach angeschaut. Aber erstmal will ich
gucken, was passiert, wenn ich hier ein Dorf in den Ofen packe. Weil ich bin ehrlich, mit dem aktuellen Equip und vor allem ohne Essen habe ich doch ein bisschen zu viel Angst vor der Entity. Also, das Dorf ist durchgebraten. Wir packen es ganz entspannt ins Inventar rein. Und was sehe ich denn da? Also, wir haben erstmal sehr viele Heuballen, was sehr gut ist. Dazu sind hier einfach Ziegen. Das ist ein bisschen weird. Es gibt extrem viele Villager. Deutlich mehr als normalerweise. Und dementsprechend sogar mehrere Eisengolems. Naja, gut. Das Wichtigste ist aber, wie angekündigt, erstmal das Essen. Da bin ich sehr froh drüber. Also, zack. Heuballen rein. Dann die alle hier in den Crafting Table legen. Und so kommen wir ganz entspannt an über ein Stack Brote. Und so fühle ich mich doch schon deutlich sicherer. Gut, also in den meisten Sachen kann ich jetzt nichts Brauchbares finden. Wie es aussieht, gibt es nicht mal Kisten drin. Und wenn doch, dann ist da jetzt nicht so das Weltbewegende dabei. Trotzdem, Freunde, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, was diese Schmiede angeht. Also da kann man ja auch manchmal echt cooles Zeug wie Obsidian für Netherportal oder vielleicht bisschen Dias oder so drin finden. Schauen wir mal rein in die Kiste. Na gut, also ich würde sagen, mit Obsidian und Dias habe ich auf jeden Fall recht gehabt. Normalerweise absolut OP und ich würde mich über drüber freuen. Problem, wir sind schon full Netherite, somit bringt mir das absolut gar nichts. Durch das Essen fühle ich mich jetzt allerdings wenigstens bereit, es mit der Entity aufzunehmen. Okay, das sieht gut aus. Wir sind in dem Endschiff, ich habe alles zugebaut. Und das bedeutet, wir können uns ganz entspannt die Elytra... Hallo? Elytra... Okay, das war etwas weird. Aber wir haben eine Elytra. Let's go, wie wild. Und ich glaube, dass wir damit auch schon die interessantesten Sachen hier in dieser Entity gelootet haben. Also dann, bereit, wenn ihr es seid, lasst den Spaß beginnen. Boah, vom ersten Trader fehlt uns tatsächlich nur noch eine Struktur, die wir nicht ausprobiert haben. In dem Fall wäre das ganz entspannt die Wüstenpyramide. Tja, und dann würde ich doch direkt sagen, dass wir uns darum als nächstes kümmern. Okay, also die wirkt für mich im ersten Blick eigentlich relativ normal. Och nö, das ist ganz normaler Loot. Das Dorf war gerade so krass, die Entity auch. Und ein Wüstentempel ist einfach komplett normal und hat normalen Loot. Naja gut, der erste Villager ist damit auf jeden Fall abgehakt. Und mal gucken, was der zweite so zu traden hat. Eine Bastion, ein Schiffwrack und ein Stronghold. Also den Stronghold machen wir natürlich am Ende, weil wir wollen heute auch mal wieder Minecraft durchspielen. Die Bastion klingt irgendwie wie das krasseste, was er uns anbietet. Und genau deswegen starten wir erstmal mit dem Schiffwrack rein. Okay, also das schwer einfach so halb in der Luft. Sieht sehr interessant aus. Den Villagern gefällt es auch, wie es aussieht. Was finden wir in der Schiffwrackkiste? Wir haben eine Kiste in diesem Schiffwrack und die ist echt kacke. Naja gut, dann machen wir doch direkt bei der Bastion weiter. Da habe ich ein besseres Gefühl. Okay, also hier setze ich wirklich, wirklich große Hoffnung rein. Gut, gucken wir uns das doch mal an, was wir darin so finden können. Wir können ja mal komplett lebensmüde von unten reingehen. Boah, daran habe ich gar nicht gedacht. Dadurch, dass wir in der Overworld sind, sind alle Piglins, also auch die Brutes und so, einfach zu normalen Pigmen geworden, also Zombie-Fight-Piglins. Und das bedeutet, wir können jetzt wirklich ganz entspannt dieses Ding hier looten. Okay, also wir haben hier sehr viele Goldblöcke, ich glaube mehr als normalerweise. Tja, und dann gucken wir hier doch direkt mal in die Kisten rein. Also, Dia-Rüstung ist gut, aber bringt uns jetzt nicht unbedingt ein Upgrade. Und auch sonst kann ich hier irgendwie nichts Weltbewegendes entdecken. Wisst ihr was? Ich glaube, ich muss mal was ausprobieren. Was passiert eigentlich, wenn ich eine Bastion zweimal schmelze? Ich habe irgendwie ein Gefühl gehabt und habe, glaube ich, auch auf einem Bild gesehen, dass die Bastion eigentlich krass sein sollte. Okay, packen wir die jetzt mal raus. Es spawnt natürlich wieder eine Bastion, sieht alles normal aus. Ja, und auch die ist wieder dieselbe, glaube ich. Yo, also viel Obsidian und so ist cool, aber auch die Bastion hat uns jetzt nicht direkt so einen richtigen Vorteil gegeben. Aber auf jeden Fall gut zu wissen, dass der Loot scheinbar anders ist, je nach Struktur. Gut, also ein Dorf haben wir hier schon mal geholt. Mal gucken, wie das Ganze bei einem Monster-Spawner aussieht. Let's go! Das Dorf von dem Villager war schon krass. Ich erwarte beim Monster-Spawner jetzt mindestens das Gleiche. Let's go! Er wird generiert. Und wie es aussieht, spawnt er einfach random in der Overworld. Die Frage ist nur, was ist das für ein Monster? Ein Blaze-Spawner! Okay, das ist neu. Das ist nicht normal. Blazes und Enderman und Zombies. Das ist ja eine absolute Traumkombo. Aber wie geil ist das denn? Wir können uns hier wirklich dann alles zusammenfahren, was wir fürs Minecraft-Durchspielen brauchen. Und das alles in nur einem Spawner, den wir durchschmelzen bekommen. Das merken wir uns, wenn wir nachher Minecraft durchspielen. Dann kann das sehr, sehr praktisch sein. Bis dahin,
Dahin will ich mir aber auf jeden Fall noch krassere Sachen ranholen und ich denke, die kann man durchaus in einer Mansion finden. Bitte sei gnädig mit mir, ich habe Angst davor. Okay, also von außen sieht die schon mal relativ normal aus. Wir haben da einen kleinen Vindicator, da haben wir natürlich gar kein Problem, den nehmen wir easy auseinander. Oh, Totems können wir hier holen, sehr nice. Oh, ein Bre, der mir ein Totem droppen kann. Let's go, da ist es. Ah ja, und Wechsel natürlich. Oh nein, wie nervig, ich habe keine Chance. Let's go, erledigt. Wir haben unser Totem und alle Wechsel besiegt. Also gut, wie es aussieht, wäre die Mansion damit auch geklärt. Bedeutet, ich kann mich hier ganz oben im Gästezimmer mal entspannt aufs Ohr hauen. Und dann schauen wir uns direkt am nächsten Morgen die nächste Struktur, die wir schmelzen können, an. Hallo, ich hätte als nächstes gerne ein Outpost von dir. Okay, also die Mansion war gerade echt einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Outpost irgendwie krass schwierig oder besonders wird. Eine Kohle rein, ein Outpost in den Ofen. Dann einmal das Ding ins Inventar ziehen. Und wir haben einen Pillager-Outpost, der allerdings irgendwie anders aussieht. Was zur Hölle? Hallo, geht's euch noch gut? Warum sind hier denn jetzt schon wieder Wechsel? Und warum sind da so viele Ravager auf dem Dach? Okay, also wie es aussieht, hat sich der Outpost auf jeden Fall verändert, würde ich sagen. Es werden immer mehr. Es regnet, die Dinger. Okay, wir müssen erstmal den Bre töten. Der Bre respawnt die ganze Zeit neue und übertreibt dabei wirklich komplett seine Rolle. Ey, zum Glück haben wir Full Netherite. Wir wären sonst schon down, ich sag's euch. Einmal hochbauen, bevor die Bres da sind. Okay, schnell das alles zubauen. Das sieht gut aus. Okay, also erstmal ein neues Totem. Sehr schön. Yo! Was? Okay, sie haben auf jeden Fall guten Stuff beschützt. Wir haben hier drin einfach ultra viele Totems. Dazu Netherite-Blöcke und OP-Goldäpfel. Wir haben OP-Goldäpfel. Und zwar so viele, dass ich mich jetzt nur noch von denen ernähren kann. Ich brauche nichts anderes mehr. Okay, also das war die erste Struktur, die wirklich, wirklich stark ist. Sowohl um überhaupt reinzukommen, als auch von dem Loot, den wir da gefunden haben. Ähnlich wie die End-City. Ja, und ich würde sagen, wären alle Strukturen, wäre ich so auf jeden Fall zufrieden. Gut, gucken wir uns als nächstes und fast schon als letztes mal die Festung an. Ich bin gespannt, ob das einfach eine normale Festung ist oder ob sie so krass wird wie der Outpost gerade. Let's go, eine Festung bitte. Okay, also sie ist einfach in mir gespawnt. Okay, also vom Ding her sieht es aus wie eine ganz normale Festung, wenn ich ehrlich bin. Wir haben hier drüben einen Blaze-Spawner, da können aber gerade gar keine Blazes spawnen, weil das geht am Tag gar nicht. Kleiner Fun-Fact, weil sowas sieht man ja eher selten in der Overworld. Aber die Kollegen brauchen ein bestimmtes Lichtlevel dafür. Und sonst ist hier drin einfach gar nichts. Ey, danke für den Stronghold mit Blaze und Enderman-Spawner. Oh mein Gott, was ein Fail. Ich wollte gerade eigentlich einen Blaze und Enderman-Spawner kaufen, aber ich habe aus Versehen den Stronghold geschmolzen. Okay, also wenn ich mich hier umschaue, erkenne ich irgendwie nirgendwo, dass der irgendwie in der Nähe gespawnt ist. Vielleicht ist er unter der Erde und ich glaube, das ist eigentlich relativ clever, wenn wir uns das jetzt erstmal anschauen. Weil vorher weiß ich ja gar nicht, wie viele Enderaugen und ob ich überhaupt welche brauche. Vielleicht sind ja auch schon alle Augen drin. Oh mein Gott, war das knapp. Oh, was zur Hölle. Hier ist eine riesige Höhle und ich habe mich da gerade so fast reingebaut und trotzdem kann ich hier nirgendwo den Stronghold entdecken. Okay, wisst ihr was? Kurze Planänderung. Wir kümmern uns doch erstmal um die Enderaugen und dann habe ich später eine ziemlich clevere Taktik, wie wir den Stronghold auf jeden Fall finden sollten. Vorher brauche ich jetzt aber erstmal den richtigen Spawner. Hallo, finde ich hier drin zufällig Enderman und Blazes, die mir Blaze Rods und Enderperlen geben wollen? Oh mein Gott, das gibt's ja nicht. Ihr seid's wirklich. Und die erste Rod ist da. Wir sind eh so OP, also auch hier drin gegen die ganzen Sachen zu kämpfen, sollte gar kein Problem sein. Das war die sechste Blaze Rod, meine Freunde. Sehr schön, damit haben wir genauso viele, wie wir brauchen. Bedeutet auch, dass wir den Spawner dafür abbauen können und so vollen Fokus jetzt auf die Enderman setzen können. Oh, wir stehen bei 10. Noch 2 Enderperlen, das ist nicht mehr viel. Ihr beide könntet die letzten sein. Wäre das nicht ein absoluter Traum? Oh, die 11. Noch eine. Und Nummer 12. Let's go, ich bin begeistert. Tja, dann farm ich noch ein bisschen Blöcke, weil ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Plan, wie wir den Stronghold, den wir gleich generieren, auf jeden Fall finden werden. Ein bisschen Holz für den Kampf darf natürlich auch nie fehlen. Oh, da bin ich sehr gespannt, ob meine Taktik gleich wirklich funktioniert. By the way, während ich hier alles vorbereite, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Struktur euch heute am besten gefallen hat. Ich weiß, die meisten waren relativ basic, aber trotzdem, wir haben jetzt alle gesehen und ich muss sagen, es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. So, und während ihr in die Tasten haut, gehe ich mal ganz schnell zurück zu meinen Villagern und trade
stell mir da die finale Struktur zum Schmelzen, und zwar den Stronghold. Was ist hier gerade passiert? Hat mich diese Ziege gerade mit ihren Hörnern aufgespießt an meinem Po, während, weil ich eine Sekunde handeln war? Ich fass es nicht. Die Ziege dachte wohl auch, ich wäre der Abo-Button. Apropos, wo wir gerade schon von reden, klickt da sehr, sehr gerne mal drauf, dann verpasst ihr kein Video mehr. Könnt mich so vollkommen kostenlos unterstützen und mir wirklich eine riesige Freude machen. Ich habe ja gerade einen Stronghold generiert, der irgendwo unter der Erde gespawnt ist. Ich konnte ihn allerdings nicht finden. Deswegen mein Plan, was ist, wenn ich den Stronghold einfach extrem hoch in der Luft schmelze? Eigentlich sollte das Spiel ja dann denken, dass er unter mir generiert wird, so dann irgendwie in der Luft hängen und relativ easy zu entdecken sein. Zumindest in der Theorie. Mal gucken, ob mein Plan da wirklich aufgeht. Also dann, ich befinde mich auf der Höhe 264 und bin bereit für meinen Masterplan. Wir brauchen einen Ofen. Da packen wir eine Kohle und ein Stronghold rein. So, und sobald der jetzt fertig ist, ziehe ich den ganz klassisch einmal in mein Inventar rein. Und oh Freunde, es sieht so aus, als wäre mein Plan aufgegangen. Ey, da sind wir in der Bibliothek, die sehr interessant aussieht, wenn sie so in der Luft schwebt. In den Kisten hier haben wir leider nur ein paar Bücher, die mir nichts bringen. Vielleicht hier drüben irgendwie was Neues. Nö, natürlich auch nicht. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt von hier in die weiteren Stronghold-Gänge rein, weil ja alles schwebt irgendwie. Es ist nicht mehr weit. Da drüben ist die Treppe, die scheinbar nach oben geht, wo dann wieder richtiger Boden unter meinen Füßen liegt. Oh, okay, das fühlt sich sehr gut an. Also dann einmal den Portalraum finden. Oh, das ging schnell, würde ich sagen. Es steckt tatsächlich kein Auge drin. Zum Glück habe ich mir 6 Blaze Rods mitgenommen. Das bedeutet, wir können die zusammen mit unseren 12 Enderperlen umcraften, sie ganz entspannt in das Portal stecken und so im normalen Stronghold, den wir uns gerade selber geschmolzen haben, Minecraft durchspielen. Ich bin bereit, Freunde. Let's go! So lange habe ich den Enderdrachen nicht mehr mit normalen OP-Tools und kein Custom-Tools oder so besiegt. Aber ich bin ehrlich, ich freue mich endlich mal wieder drauf. So, dann da oben der letzte Kristall. Da komme ich irgendwie nicht richtig hin. Ich bin verwirrt. Los, das kann doch nicht so schwer sein. Na gut, dann riskieren wir unser Leben und bauen uns ganz entspannt nach oben. Oh, wartet, da war gar kein Kristall mehr. Der war die ganze Zeit da drüben. Freunde, ich glaube, wir haben alle Kristalle zerstört. Und das bedeutet, wir können jetzt ganz entspannt ins richtige Finale gehen. Also dann, wir gehen ran. Es geht ins 1 gegen 1, Großer. Ich bin bereit. Du hast nicht mehr viele Leben. Ja, komm, flieg weg. Ich hätte auch Angst an deiner Stelle. Freunde, er hat nicht mehr viel. Wenn er das nächste Mal in die Mitte fliegt, war's das. Und ich denke, euch ist klar, mit welchem Item ich ihm heute den Rest gebe. Natürlich mit dem Ofen, weil es einfach passt, weil wir genau damit heute uns so krass viel OPs davon holen konnten, indem wir damit Strukturen geschmolzen haben. Und genau deswegen darf genau dieses Item den letzten Hit heute machen. Der Enderdrache fliegt in die Mitte, er hat nicht mehr viel. Ich nehme mir wie immer den Ofen in die Hand und mache damit die letzten Hits. Ich bin bereit. Let's go! Let's... Oh mein Gott! Wir sind doch noch nicht am Ende. Der Enderdrache braucht wirklich nur noch einen einzigen Hit. Also dann, Kollege. Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben den Enderdrachen, genau wie alle Strukturen in der heutigen Challenge, mit unserem Ofen zum Schmelzen gebracht. Wenn euch das Video gefallen hat, kann ich euch nur die Challenge in der Endcard ans Herz legen. Dort konnte ich Strukturen kombinieren, was auch unfassbar wild war. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Euch noch ein wunderbares Wochenende. Haut rein und ciao.